Hallo und herzlich willkommen zu den Sims 2 und einem neuen Stammbaum, Familienstammbaum-Video, nämlich von dem Moritz Doren. Da schauen wir doch gleich mal rein, wie denn sein Stammbaum letztendlich ist. Das hier ist übrigens quasi sein Familien, also sein Elternhaus, so sagt man ja, sein Elternhaus. Deswegen heißt übrigens dieses Haus an und für sich, wenn man es sieht, immer noch Ottomars, weil er eigentlich ein geborener Ottomars ist. Ja, seine Familie kam damals mit der Oma Luise an, dann dem Papa Hans Peter, der Mama Susanne, damals dem Teenager David und dem Kind Sonja. Moritz selber war damals ein Kleinkind noch und die Mama Susanne war quasi jetzt dann schon schwanger, nämlich mit den Zwillingen Ophelia und Olga. Ja, Moritz hat den Namen seiner Frau angenommen, nämlich der Vanessa. Vanessa ist allerdings ein NPC und deswegen gibt es von ihr nichts weiter als Stammbaum. Jo, Moritz und Vanessa haben dann geheiratet. Die heißen Dorn und haben drei Kinder, nämlich den Dominik, die Diana und die Dora. Alle drei deswegen auch mit D anfangend, weil ich das super gerne mache, DG. Also ich denke mal, hier zum Beispiel wird Dominik wahrscheinlich dann auch das Haus übernehmen. Und die beiden Geschwister, die Schwestern, die werden dann, ja, ich sag mal so, zu ihrem Ehemann wahrscheinlich dann ziehen. Ja. Ich denke, das war's auch schon. Das ist im Grunde ein ganz einfacher Stammbaum. Und auch die Frage, warum heißt Moritz denn nicht Ottomars, sondern Dorn, ist somit, glaube ich, auch erklärt. Gut. Okay, ich sage ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns in einer nächsten Runde von den Sims. Ciao, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.